Friends, herzlich willkommen bei Episode 1. Klingt wie Star Wars. Ja, das ist Folge 1 von meinem Projekt 333. Ganz kurz zusammengefasst, das ist wirklich ganz, ganz knapp. Prinzipiell geht es bei dem Projekt 333 darum, dass man sich eine Capsule Wardrobe aufbaut mit 33 Pieces und die man dann quasi für 3 Monate trägt. Und genau das werde ich machen die nächsten 3 Monate. Ich werde mir diese Capsule Wardrobe zusammenstellen aus Sachen, die ich schon habe, Sachen, die ich thrifte, also Secondhand-Shoppe und Sachen, die ich selber nähe. Und das Ganze wird in 12 Folgen verpackt werden und endet dann quasi Ende März. Yeah! So, hier in Episode 1, Folge 1, wird Folgendes passieren. Wir wählen jetzt 6 Teile aus unserem Kleiderschrank aus, auf die unsere 333 Winterkapsel aufbaut. Und 6 Teile für Outerwear und Schuhe. Klingt ja eigentlich gar nicht so kompliziert, ne? So, stopp! Bevor ihr jetzt zum Kleiderschrank stürzt und einfach irgendwelche neuen Teile raussucht, wir probieren das ein bisschen analytisch anzugehen, okay? Zuerst ist natürlich die Frage, in welcher Season befinden wir uns. Und ja, ich mache eine Wintercapsule, weil ein paar gefragt haben, wäre es nicht logischer, eine Sommer- oder eine Frühlingscapsule zu machen. Nein, ich habe mich da eh dazu geäußert im Community-Tab, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, warum ich das nicht mache. Es wird eine Wintercapsule werden. Zweite wichtige Frage ist, was ist mein Job, was arbeite ich und inwiefern muss ich das quasi bedenken für meine Capsule-Wardrobe? Ich bin ja Tänzerin vom Beruf, das bedeutet, in meinem Beruf trage ich sowieso Sportklamotten und übrigens auch ganz normal in dem 333-System ist das ganze Sportzeug nicht dabei. Das gehört nicht zu den 33 Stücken. Will heißen, ich habe da in dem Fall überhaupt kein Problem, was meinen Job angeht, weil das sowieso abseits meiner Capsule Wardrobe ist. Wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit im Büro sitzt, dann solltet ihr das natürlich integrieren in eure Capsule Wardrobe oder ihr macht es wirklich 333 für euch privat. Und dann nochmal extra Klamotten für eure Arbeit, das könnt ihr natürlich auch machen. Wichtig ist eben, dass diese 33 Pieces zu eurem Alltag passen. Und mein Alltag besteht vor allem aus viel Reisen, viel Bewegung. Also ich renne die ganze Zeit von A nach B, ich habe ständig Ortswechsel unterm Tag und natürlich auch während der Woche. Ich hocke saufe im Zug, ich habe einen sehr stressigen Alltag, ich habe aber auch sehr viel Homeoffice. Will heißen, ich brauche vor allem gemütliche Sachen. Und natürlich auch warme Sachen, Sachen, die man layern kann. Jetzt vor allem im Winter, wo ich 10.000 Ortwechsel pro Tag habe, brauche ich immer wieder was ich an- und ausziehen kann. Meine Sachen sollten dann nicht zu förmlich sein. Ich arbeite meistens in einem Theater oder im Veranstaltungswesen, sag ich jetzt mal. Und da brauche ich eigentlich selten was Schickeres. Und ich möchte generell in meiner ganzen Capsule mehr auf diesen crazy choreografinen Vibe gehen. Jetzt wisst ihr mal, wo wir hinwollen, auch wo ihr persönlich hinwollt. Und jetzt überlegen wir uns die Farben. Wenn man also sich ein bisschen mal mit Capsule Wardrobe auseinandersetzt und sowas googelt auf Pinterest oder ihr das jetzt in YouTube eingeben, da kommt meistens immer so dieses ganze Instagram-like pure schwarz-weiß-beige-Ding. Und es ist immer alles sehr soft und alles sehr straight und ich weiß gar nicht, wie ich das nochmal erklären soll. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist jetzt nicht ganz so der Vibe, für den ich gehen will, aber natürlich verstehe ich, dass man vor allem, was die Basics angeht, natürlich neutrale Töne wählen sollte, weil das macht die ganze Sache natürlich untereinander besser kombinierbar, ist eh klar. Aber ich habe jetzt das Ganze angefangen und mir überlegt, vor allem was Oberteile angeht, weil da bin ich immer gerne farbenexperimentierfreudig. Welche Oberteile, die ich vor allem im Winter trage, gefallen mir denn super gut im Schrank? Was sind diese 2 Pullis oder 3 Pullis, wo ich immer wieder hingreife, die schon total ausgewaschen sind, weil ich sie ständig anhab? Und auch ganz wichtig, das habe ich mir nämlich ja gedacht, wo kriege ich ständig Komplimente von anderen Leuten? Weil oft ist es ja auch so, dass man manche Sachen ganz cool findet, die einem dann eigentlich aber gar nicht stehen, vom Wintertyp, Farbe, Frühlingstyp, weil immer theoretisch könnte man das Ganze so machen, wenn ihr wisst, was für ein Farbentyp ihr seid, kennt ihr das natürlich dann die Farben basierend auf eurem Hautton, Wintertyp, Sommertyp ausrichten, aber ganz ehrlich, ich habe null Ahnung, was ich bin. Und das Witzige ist, da gab es schon ein paar Streitereien in den Comments, weil anscheinend ist es sau schwer, mich zu bestimmen, was für Winter-, Sommer-, Herbsttyp ich bin, warm, kühl, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen von Abonnentinnen von mir. Also falls jemand von euch sich da auskennt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, was für ein Typ ich bin. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einmal den Weg gegangen, dass ich mir einfach überlegt habe, was ziehe ich gern an, wo kriege ich von anderen Menschen oft Komplimente und hängt es zufällig zusammen. Und diese Farben scheinen mir anscheinend zu stehen. Wenn ich es cool finde und andere Menschen cool finden, dann... Da sind jetzt 2 Pullis rausgekommen, die haben beide eine Farbe und sind nicht in einer Neutral Color, also let's do it. Ich konnte gar nicht mehr erzählen,
wie viele Menschen mich schon gefragt haben, woher ich diesen Pulli habe und wie toll der ausschaut. Ich schwöre euch. Also nicht nur, wenn ich den in einem YouTube-Video trage, kämen natürlich ganz viele Kommentare dazu, aber auch, wenn ich im Zug sitze, wenn ich in einem Café sitze. Also ich nenne den dann liebevoll mein First Date Pulli, weil den ziehe ich gerne zu First Dates an, weil der halt wirklich gut ist. Jetzt kommt's, woher ich den habe. Meine Mutter hat mir den mal geschenkt vor 3-4 Jahren. Und das war so, das ist von Lascana. Ich glaube, das ist so vom Otto Verlag, so eine Bestellmarke. Und meine Mutter bestellt voll gern Sachen, so nur ganz altmodisch, so per Katalog. Und das hat sie mir vor 3-4 Jahren, hat sie mir den zu Weihnachten geschenkt. Ich habe den auch bei nur niemanden gesehen. Also das ist jetzt nicht so wie so ein H&M-Shirt, das wo du bei jedem zweiten siehst auf der Straße. Der ist einfach geil. Und das ist anscheinend eine Farbe, die mir gut steht. Und yes! Und der zweite Pulli als Basis für meine 333-Kollektion ist dieser olivgrüne Pulli, würde ich jetzt mal sagen. Der schaut jetzt nicht so spektakulär aus. Das Tolle an dem Pulli ist, dass das so ein Wendepulli ist. Du hast beide Seiten vorne tragen, will heißen, manchmal habe ich Lust auf so ein V-Neck und manchmal habe ich eher Lust auf einen V-Rückenausschnitt. Der schaut hier sehr unspektakulär aus, aber ich kriege da wahnsinnig viele Komplimente von wegen, dass der so die gleiche Farbe in meinen Augen hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber anscheinend tut dieser Pulli meine Augenfarbe richtig krass rausbringen. Also das haben mir schon so viele Leute gesagt, wenn ich diesen Pulli anhatte und der ist eigentlich super Standard. Aber der ist auch super warm und er ist super gemütlich und den ziehe ich auch ständig an. Der hatte, glaube ich, auch mal eine andere Textur, eine andere Farbe, aber ich habe den etwa schon 5 Milliarden Mal gewaschen, also von dem her, yeah. Und ich befürchte, das war auch mal ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter. Auf diesen zwei Pullis baue ich jetzt also meine Capsule auf. Ich habe jetzt also probiert, diese Farben herauszufinden, wie die eigentlich wirklich heißen. Ich dachte ja, das ist Terracotta. Aber diese komischen Pantone-Farben oder wie die heißen, haben mich eines anderen belehrt. Das ist nicht Terracotta, sondern es ist anscheinend roter Lehm. Jetzt wissen wir es, Leute. Roter Lehm, it is. Und das, dachte ich, ist olivgrün, aber es ist eher so farngrün anscheinend. Muss ich da direkt nochmal nachschauen. Es ist so ein Zwischending zwischen farngrün, farn ist ja ein krasses Wort, ne? Also farngrün und Olivenbusch. Olivenzweig. Und diese zwei Farben sind anscheinend meine Farben für meine 333 Wintercapsule. Und da muss man jetzt nur herausfinden, was zu diesen Farben passt, würde ich sagen. Ne? Daher, um jetzt meine ganze wunderschöne Farbenpalette rauszufinden, ja, habe ich dann einfach Pinterest geöffnet und habe dann in der Search Bar habe ich einfach eingegeben Color Palette und dann kennt man da verschiedene Color Palettes. Meistens hat das was mit Raum Decoration zu tun, aber egal. Auf jeden Fall kennt man dann Color Palettes. Und dann habe ich mir gedacht, wunderbar, dann gebe ich noch Color Palette Terracotta dazu, obwohl ich gerade festgestellt habe, dass ja Terracotta eigentlich nicht die Farbe ist, die ich suche, aber ich habe trotzdem Terracotta eingegeben. Und dann bin ich ja schon auf diese Seite gekommen, quasi, wo Terracotta dabei ist. Und da ist mir vor allem das sehr aufgefallen, ich mache das mal größer, weil nämlich da auch diese Farben drin sind, die ich sonst auch noch ausgewählt habe. Also vor allem dieses Rost-Ding ist halt eher das, was ich als Terracotta bezeichnen würde. Aber auch Grau ist drin, diese Grüntöne, farnmäßig und auch Creme. Und ich habe mir nur gedacht, das ist doch die perfekte Color Palette für meine Winter Wardrobe. Also von dem her habe ich mir das dann gleich gespeichert. Und da gibt es dann auch noch so ausführlichere Dinge. Da geht es jetzt aber eher mehr so in die Pink- und Blau-Richtung auch. Das habe ich dann eher nicht genommen. Also man sieht, was man mit Terracotta überall reingehen könnte. Das ist auch eher in die Blau-Richtung, weniger in die Grün-Richtung. Und was hier zum Beispiel auch noch cool interessant ist, dass da auch in diese Senf-Richtung geht. Ich liebe Senf, das ist auch eine geile Farbe, aber das sehe ich dann eher im Sommer für mich, sage ich jetzt tatsächlich. Aber so könnte man zum Beispiel Terracotta auch aufbauen. Aber da möchte ich dann eher in die Grau-Richtung gehen statt Senf. Das wird auch gut für mich passen. Genau, und dann bin ich einfach durchgegangen und habe mir da verschiedene Inspirationen geholt. Das finde ich zum Beispiel auch super cool mit dem Rot und dieses ganze Rostding in so Beige-Töne rein und eben mit dem Senf. Das liebe ich ur. Aber für Senf brauche ich definitiv mehr Farbe in meinem Gesicht. Also das ist definitiv für mich eher eine Sommerfarbe, weil wenn ich so kassweiß bin wie zurzeit, schaut das ganz furchtbar bei mir aus. Also, aber das ist was, wo ich mir definitiv für Sommer vorstellen könnte, wie gesagt. Und das ist mir zum Beispiel viel zu wenig Dings so.
Also da ist auch nochmal, das finde ich auch cool, was da alles so dabei ist. Da ist eben auch zum Beispiel ein bisschen blau, aber eher grün. Und das ist jetzt alles so meine Color, das merke ich mir auch gleich. Genau, und da kommt eben eh wieder mein geliebtes Ding, was für mich super passt. Genau, also so könnt ihr das Ganze angehen. Vor allem, wenn ihr nicht so familiär seid mit, welche Töne passen zusammen und so. Ganz ehrlich, ich bin's auch nicht, ich helfe mir da einfach mit sowas ganz gut durch. Und da war ich jetzt eigentlich ganz happy mit dem Ergebnis. Und ja, jetzt geht's weiter. So, jetzt weiß ich, nach welchen Farben ich etwa gehen soll und welche Farben so quasi meine Orientierung sind. Vor allem für Sachen, die ich jetzt neu nähe. Weil da kann ich ja wirklich komplett auf die neuen Farben gehen. Also wirklich nicht nur so Pi mal Daumen, dieses Grau, sondern es ist wirklich genau das. Das ist eben vor allem praktisch jetzt für die nächsten Folgen, wo ich wirklich was nähe. Aber zuerst nähen wir ja heute unsere neuen Grundstock-Pieces quasi aus dem Kleiderschrank auswählen. Und die habe ich jetzt ausgewählt und ja, das sind sie. Also besides meinen roten lehmfarbenen Strickpulli und diesen Farn Olivenzweig One habe ich hier noch einen anthrazitgrauen Sweater. Der ist super Standard. Den habe ich in einem Second-Hand-Laden hier in Wien gekauft mal letztes Jahr. Der ist super weich, weil er eben schon 5 Milliarden mal gewaschen wurde. Und super basic. I love him. Dann habe ich noch meinen grauen Hoodie, den habe ich vor kurzem selbst genäht, passend mit der richtigen Hose. Ich habe euch das Original-Tutorial natürlich oben rechts verlinkt, aber hier nochmal die Kurzfassung, wie ich das alles gemacht habe. Ich habe da einfach aus einem Baumwollstoff, habe ich da meine Lieblings-Jogginghose kopiert. Dann habe ich natürlich Taschen dran genäht, die Außenseite geschlossen inklusive der Taschen. Dann habe ich die ganze Hose an der U-Kurve in der Mitte zusammengenäht. Und ja, und dann habe ich da so einen fetten Gummi auf Zug quasi dran genäht in der ganzen Hose, abgesteppt und das Ganze dann nochmal abgesteppt. Und so entsteht dieser typische Jogginghosen-Look da oben. Und das Gleiche habe ich dann natürlich unten bei den Beinen auch gemacht. Wie schon gesagt, ihr könnt euch das en Detail in dem Tutorial anschauen. Und das Oberteil habe ich ja, ich habe einfach Sachen abgepaust, die ich schon zu Hause hatte, wie hier zum Beispiel die T-Shirt-Ärmel. Habe das natürlich dann alles ausgeschnitten. Dann die Schulternähte zuerst zusammengenäht, die Ärmel eingesetzt, dann die ganzen Seitennähte geschlossen und dann natürlich so Bündchen unter Zug dran genäht. Und dann habe ich auch noch hier meine Kapuze gemacht. Die muss man natürlich zweimal machen, weil das gibt ja innen und außen. Ich habe das dann natürlich rechts auf rechts aufeinander gelegt und dann einen Tunnel genäht, wo dann so eine Kordel durchgekommen ist. Und das Ganze habe ich dann an diesen Kragen da festgenäht und ein bisschen überlappt. Ja, und so ist da mein Sweatset entstanden. Und ich liebe es, seitdem ich es gemacht habe. Also, warum habe ich das eigentlich erst so spät gemacht? Es ist richtig geil. Ich liebe es. Einzeln und natürlich zusammen. Ja, genau, das war's vom Sweatset. Genau, weil das ist ein bisschen ein längerer Hoodie, falls ich mal so ein bisschen meine Nieren noch mehr covern will und alles. Und ich finde ein Hoodie, mit dem kann man eigentlich nie was falsch machen, in hellgrau. Dann habe ich noch ein bisschen ein sommerlicheres Teil, falls wirklich mal Hase ist irgendwo oder zum Drunterziehen. Das ist einfach ein ganz normales Camisole-Top in weiß. Das ist auch einer der ersten Pieces meines Lebens, die ich umgenäht habe, aber das war weit vor YouTube, also da habe ich leider kein Video zu. Das war mal ein Kleid mit komischen Fransen dran und so, und das habe ich dann umgenäht zum Camisole und seitdem trage ich das ständig. Pullis und Hosen trage, habe ich hier auch noch meinen Longpulli mit in den ganzen Ring geschmissen, den habe ich auch selber genäht. Das Tutorial ist tatsächlich schon länger her, wie man an der Einrichtung von meinem Zimmer sieht, und es ist Pippi einfach. Also falls ihr Anfänger seid, gönnt's euch. Also ihr müsst eigentlich nur einen groß genugen Pulli abpausen und den länger machen und dann nicht einmal in der Ärmelform Ärmel abschneiden, sondern nur in einem Rechteck und das dann drüber nähen, also drauf nähen. Und dann die Seitennähte schließen. Wie schon gesagt, ihr könnt euch das en Detail rechts oben anschauen. Und das war eigentlich schon das Größte, sag ich jetzt mal, in der ganzen Sache. Dann jetzt nur Bündchen dran nähen, Unterzug und einen Halsausschnitt.
Und den Saum habe ich einfach so stehen lassen, weil sich das eh nicht bei Jersey aufraffelt. Und durch das, das ist schon 2 Jahre her mindestens, und der Saum ist immer noch schön. Also die ganzen Wäschen haben dem nicht geschadet. Also definitiv ein easy peasy Nähprojekt für Anfänger. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, aber es ist auf jeden Fall in der Color Scheme drin, die ich haben will. Und ich liebe diese Rib-Texture von dem Teil und es ist halt super versatile. Mit Hosen bin ich jetzt erst bei 3 Stück, aber für die erste Woche reicht es, würde ich mal sagen. Da habe ich meine Jogginghose, meine graue, die ich selber genäht habe, passend zu dem Hoodie. Dann habe ich diese, keine Ahnung wie dieses Muster heißt, das wusste ich mal. Das Ding habe ich auch abgecycelt. Das war mal ziemlich umförmig, jetzt ist es ein bisschen mehr Form-Dings. Und da habe ich auch schon übrigens sau viel Komplimente für diese Hose bekommen, obwohl es eigentlich nur so eine Chiller-Hose ist. Aber die lässt sich, wenn man die kurz stylt, wunderbar draußen tragen. Da war ich ja schon mal in der Bar mit. Aber man kann auch furchtbar gut mit ihr zu Hause chillen, das ist jetzt mal wichtig. Und dann habe ich diese Hose, die habe ich vor kurzem auch abgecycelt. Die ist ein bisschen schicker, sehr körperbetont. Das Projekt war eh vor kurzem erst, habe ich diese sehr arg zu große Hose von meiner Mutter bekommen. Und die habe ich dann so einmal hinten natürlich enger gemacht und dann nur an der Seitennaht, weil da einfach so viel weg musste. Und genau da habe ich verschiedene Methoden angewendet in einer Hose, wie man die ganze enger machen kann. Ich habe die ganze Hose auch enger gemacht, also an der Außenkante und an der Innenkante der Hose sogar. Genau, hier sieht man das, weil ich das an der Innenkante mache, weil ich wirklich eine komplett andere Form quasi aus der Hose gemacht habe, wie sie ursprünglich war. Aber es hat super gut funktioniert und ich liebe sie. Und ja, dann habe ich das Ganze noch hochgekrempelt und dadurch ist diese sehr unförmige Hose, also an mir heute, zu dieser Hose geworden. Und ja, so eine hat mir noch im Schrank gefehlt und ja, ich trage sie ständig. Das ist jetzt einmal, das sind meine 3 Hosen. Mehr gibt es gerade nicht für diese 9 Pieces. Und was natürlich halt auch noch dran kommt, ist mein Outerwear und meine Schuhe. Schuhe relativ kurz und knackig. Ich habe mir 3 Paar ausgesucht. Eben Sneakers, Zuhe, Winterschuhe quasi und High Heels für schickere Occasions. Und that's it. Mantel trage ich zurzeit sowieso nur einen einzigen und das ist mein selbstgemachter Mantel. Den ich so oversized genäht habe. Ich liebe den, da passt alles drunter, man kann alles drunter anziehen und ja, ich liebe ihn einfach. Ja, well, dieses Tutorial kurz zu schneiden war echt eine Herausforderung und ja, also ich sage jetzt nur grob, was ich gemacht habe, weil da müsste ich wirklich das ganze Tutorial anschauen, weil es dauert wirklich Stunden, so einen Mantel zu nähen. Ich habe zuerst einmal quasi den Außenmantel genäht aus dem Mantelstoff, wie man hier sieht, dann hatte ich den quasi fertig und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht mit dem Futterstoff, wobei ich beim Futterstoff zum Teil auch den Obermantelstoff verwendet habe, weil das ja quasi dann wie so eine Blenden-Dings funktioniert, also das haben wir ja von außen auch zum Teil gesehen. Dann habe ich diese 2 Mantel ineinander gesteckt und rechts aufeinander genäht und ja, die Knopflöcher sind nochmal ein eigenes Thema und dann quasi die letzten Löcher verschlossen und so ist dann der Mantel entstanden. Wie schon gesagt, da müsst ihr euch wirklich das Original-Tutorial anschauen. Das war sau viel Arbeit, dieser Mantel, aber ich liebe den. Wie schon gesagt, das ist jetzt auch, glaube ich, mein 3. Winter. Kann es sein, dass es schon der 3. Winter ist, wo ich diesen Mantel trage? Ich liebe ihn. Ist the best. Tatsächlich sind beim Projekt 333 in den 33 Pieces zwar Schlafanzug und sowas und Sportsachen nicht dabei, aber eben Schuhe, Outerwear und Accessoires eigentlich. Und das ist für manche Leute ziemlich schwierig, für mich aber nicht, weil ich habe eigentlich nur 2 Accessoires mir jetzt ausgesucht, die ich dann noch reinputte in diese 6 Dinger. Und das wären diese Ohrringe und meine größeren Ohrringe, falls es so mal ein bisschen fancy sein soll. Und eigentlich trage ich sowieso nur diese 2 Paar, also passt gut. Ja, wunderbar, das war's jetzt eigentlich mit Folge 1. Ich hoffe, ihr habt jetzt 9 Teile aus eurem Kleiderschrank rausgesucht und 6 für Outerwear und Accessoires und Schuhe. Also insgesamt 15 Teile müsstet ihr jetzt vor euch liegen haben, auf die ihr eure Capsule Wardrobe aufbaut. Und bevor ihr jetzt aufschreit, aber wo sind die ganzen Farben, von denen du gesprochen hast, Kathi? I know, man sieht noch nicht ganz so viel davon, aber das kommt ja jetzt. Das kommt jetzt mit den ganzen neuen Pieces, mit meinen Second-Hand-Stuff und vor allem mit den neu genähten Pieces.
Aber ich musste ja natürlich jetzt irgendwann einmal, ich musste jetzt in der ersten Woche irgendwas anziehen, ne? Was die Sachen angeht, die ich neu nähen werde, habe ich tendenziell vor, da schnitttechnisch im Winter, finde ich, nicht so viel Variantenreichtum möglich ist. Naja, weil es ja da Winter ist und ich mir ja klar geworden bin in meiner ganzen Überlegung, dass ich Sachen haben will, die fließend und locker und entspannend sind und nicht eng und sowas. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich die Abwechslung vor allem in der Textur von den Klamotten reinbringen will. Also ich möchte wirklich mit verschiedenen Stoffen arbeiten, vor allem mit verschiedenen Oberflächen, Samt, Satin, Ribstoffe, Grobribstoffe. Ich möchte was eben, habe ich eh schon erzählt, ich möchte was grobmäßig, wie nennt man denn das? Stricken, fängt schon mal gut an, ich weiß nicht mal wieso es stricken und so. Also ich möchte vor allem texturtechnisch da ganz viel Abwechslung reinbringen, damit das Ganze, also damit die ganze 333-Kollektion ein bisschen abwechslungsreicher wird. Weil wie schon gesagt, mit Schnitten, glaube ich, kann ich es nicht so machen, aber mit der Oberfläche der Sachen. Also darauf freue ich mich schon. Ich habe schon sehr viele Sachen rausgesucht, also stay tuned. Und ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder dabei. Wir sehen uns. Ciao, ciao, ciao.